So, das ist der Daniel, hat ein Handicap von 54, hat eine Woche mit mir hier in Lütetsburg trainiert. Heute ist der letzte Tag und Chippen läuft ziemlich gut. Ja, schöner Chip, Daniel. Jetzt hat er einen spannenden Putt. Und darum geht dieses Video. Welche Putt-Technik sollte Daniel verwenden? Ich bin der Meinung, man sollte das machen, was zu dir passt. Und Daniel, mach mal bitte deinen Putt. Das ist ein bisschen Break. So ein Ball rechts vom Loch wahrscheinlich. Und schauen wir jetzt genau seine Putt-Haltung. Also was ganz anderes. Die Hände sind andersrum, so wie fast wie beim Linkshänder. Das mit den Daumen sieht spannend aus. Die Hand und Arm berührt einander. Und so hat er stabile Hände. Das hat er für sich entschieden. Und vielleicht kann er sogar mit dieser Technik einmal einlochen vor der Kamera. Guter Versuch, nur ein bisschen wenig Break. Und ich würde, ja, machen wir fertig. Schön. Daniel, wenn du kurz die Kamera halten kannst. Erstmal schöne Chip und schöne Putt. Ja, es ist wirklich, was passt zu dir? Was kannst du gut? Womit kannst du gut dosieren und den Ball gerade starten lassen? Wenn du gerne das machst mit etwas Handgelenk und du kannst es wirklich konstant schaffen, dann geht es. Du musst nicht steife Handgelenke haben. Aber viele von uns wackeln ein bisschen, wenn wir so einen kurzen Putt haben. Dann ist es vielleicht besser, den Putter cross-handed zu halten, mit der linken Hand unten und rechter Hand oben. Und so kann ich mit stabilen Händen putten. Ich versuche es einmal. Ich denke, hier ist auch ein bisschen Break. So kann ich dieses Gefühl haben. Ich mag diese Übung. Ich habe hier ein Dreieck gebildet zwischen meinen Armen und Schultern. Und dem Griff kann ich gut putten. Oder vielleicht möchtest du einen ganz neutralen Griff haben. Reverse Overlap Putting Griff. Finde deinen Putting Weg, so wie Daniel das gemacht hat. Und üb das so viel wie möglich. Putten macht Spaß. Und wenn du es kannst, im Schnitt unter 2 Putts pro Loch. Ich sage immer meinen Schülern, auch meinen Schülern mit Handicap höher als 45, dass sie, wenn sie 9 Loch putten, ist 17 Putts das Ziel. Durch besseres Putten ist das der leichteste Weg, dein Handicap zu verbessern. Okay, dann viel Spaß auf den Grüns.